Hallo Freunde, im letzten Video habe ich gesagt, ich werde hier nicht lackieren oder ich versuche hier nicht zu lackieren, einfach wegen dem Wetter, wegen den Umständen und allem drum und dran. Aber wie ihr seht, es geht Vollgas voran, also wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. So, alle geschweißten Stellen sind jetzt gespachtelt, so gut wie ich das wieder kann natürlich, ich habe das nicht gelernt, also steinigt mich da nicht, falls ihr jetzt irgendwas seht, was nicht 100% perfekt ist. Ich bin sehr, sehr zufrieden, so wie es ist. Jetzt muss das Ganze natürlich einmal grundiert werden, das mache ich wieder mit diesem Epoxy-Grundierfüller, das habe ich ja vorne bei den Schwellern auch schon so gemacht. Das werde ich jetzt überall anwenden, wo ich gespachtelt habe. Dann schleife ich komplett das ganze Auto, beziehungsweise bis dahin, wo ich lackieren möchte. Das werdet ihr dann im Folgenden auf jeden Fall sehen. Und dann grundiere ich quasi einmal alles, was ich nachher lackieren will. Und dann kommt irgendwann natürlich der Lack drauf. Aber seid gespannt. Erstmal jetzt das hier schick machen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht sehe ich ja noch die ein oder andere Kinke, wenn da Grundierung drauf ist. Und dann kann ich ja immer noch mal mit Spachtel drüber gehen. Also wie gesagt, jetzt erstmal grundieren. Ein kleiner Zwischenstand, was habe ich gemacht? Ihr habt es gesehen, ich habe den ganzen Bus komplett abgeklebt obenrum, einfach aus dem Grund, weil ich nur untenrum lackieren möchte. Ich erhoffe mir dadurch ein bisschen weniger Arbeit, weil ich so die Fenster nicht rausnehmen muss bzw. nicht abkleben muss. Und jetzt habe ich alles geschliffen. Ich habe folgendermaßen geschliffen. Ich habe erstmal mit 80er Papier richtig grob geschliffen, weil der Lack, der schwarze, der da drauf war, der war ganz, ganz komisch und an einigen Stellen sah das aus wie Steinschlagschutz und war so ganz grisselig. Deswegen, das musste ich erstmal alles runterkriegen. Dann habe ich mit 240er Papier geschliffen und am Ende nochmal mit 400er Schleifpapier. Dann habe ich komplett mit 2K Grundierung wieder alles grundiert. Ihr seht es schon, ihr seht es auch nach oben hin auslaufen, weil ich will Folgendes ausprobieren. Ich hoffe, dass das nachher auch funktioniert. Und zwar möchte ich auch mit dem Originallack, also mit dem Basislack, möchte ich auch auslaufend lackieren, damit ich nicht so eine richtig scharfe Kante habe hier am Klebeband. Das habe ich beim LT auch schon gemacht und bei meinem T4, dem Grünen, habe ich das auch schon mal gemacht. Da hat das sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen versuche ich es hier auch. Allerdings ist es hier natürlich eine viel, viel größere Fläche. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wie das dann wirklich im Nachhinein aussieht. Allerdings machen wir es einfach mal. Dann als nächstes habe ich mir die Türen geschnappt, also Fahrer- und Beifahrertür. Habe die ebenfalls genauso abgeschliffen wie auch die Seiten. Habe die jetzt auch grundiert, da war auch richtig Schmock drauf. Irgendwie haben die da auch ein bisschen gespachtelt und so. Ich will eigentlich gar nicht wissen, warum. Ich habe es jetzt einfach so gelassen. Habe das einmal ordentlich blank gemacht, habe das glatt gemacht und habe jetzt grundiert. Und das Ganze lassen wir jetzt natürlich aushärten. Ihr seht, ich bin immer noch draußen. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte versuchen, das nicht hier im Carport zu machen. Allerdings habe ich einfach keine andere Möglichkeit gefunden. Aus dem Grund werde ich das jetzt hier machen.
Ich möchte nämlich auch bald mal wissen, ob dieses Fahrzeug überhaupt TÜV bekommt, so wie es hier dasteht. Bestimmt muss ich auch noch ein bisschen was an der Technik machen. Also bleibt auf jeden Fall dran und abonniert den Kanal, damit ihr da auch nichts verpasst. Und ansonsten lasse ich jetzt erstmal alles durchtrocknen, werde das Ganze dann nochmal anschleifen und dann kommt der Basislack drauf. Aber das seht ihr auf jeden Fall im Folgenden und wir geben jetzt mal weiter in Gas. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich auch ehrlich zu euch sein. Und zwar bin ich mit ein, zwei Stellen hier am Fahrzeug nicht 100% zufrieden. Ich habe zum Beispiel noch eine Delle, die ist schon von vorher da, die habe ich auch drin gelassen, weil ich hatte echt keinen Bock mehr auf das Thema Spachteln. Spachteln war so das Nervigste irgendwie an dem Ganzen. Ich habe sehr, sehr oft Spachtel aufgetragen, wieder richtig schön weit runtergeschliffen und, aber ich habe es nicht hinbekommen, die Fläche richtig 100% gerade hinzubekommen. So ist es nun mal, ich habe das Ganze nicht gelernt. Ich versuche mir hier das Beste rauszuholen, was geht. Vielleicht mit etwas mehr Zeit und Geduld hätte ich vielleicht noch besser abgeschnitten. Allerdings habe ich diese Zeit einfach nicht. Einfach weil ich von dem Carport hier weg möchte und weil ich einfach dieses Fahrzeug gerne zum TÜV bringen möchte. Vielleicht muss man einfach auch, wenn das jetzt ein bisschen dumm klingt, wenn man das ganze Fahrzeug angemeldet hat, vielleicht eine Möglichkeit hat, auch nochmal irgendwo hinzufahren damit. Dann muss man einfach nochmal den Lack runternehmen, nochmal spachteln, beziehungsweise den Lack anschleifen, nochmal spachteln und dass man dann auf ein Ergebnis kommt, womit man zu 100% zufrieden ist. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden so mit dem Ergebnis, aber nicht zu 100%. Also nur so viel dazu, dass ich euch auch mal transparent dabei halte, wie das Ganze hier aussieht. Ja, ihr habt es in den kleinen Bildern vorweg gesehen, manchmal muss man sich auch geschlagen geben. Also das Projekt Lackieren oder der Abschnitt Lackieren, den werde ich jetzt vorerst als gescheitert verurteilen. Einfach aus dem Grund, weil der Lack sich mit dem Untergrund nicht verstanden hat, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht nicht vernünftig entfettet, vielleicht auch irgendwie das Falsche benutzt. Nächstes Mal werde ich Silikonentferner benutzen statt Bremsenreiniger. Ihr könnt natürlich eure Tipps dazu auch gerne noch unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, ja, das war doch klar bei dem Wetter und bei der Witterung und so weiter und so fort. Aber trotzdem, ich wollte es einfach versuchen. Hab's jetzt ein bisschen versemmelt, ist jetzt unser Pech. Das wird sich jetzt alles noch mal ein bisschen rauszögern, denn euch erwartet in naher Zukunft auf jeden Fall was sehr, sehr Großes, das verspreche ich euch. Da könnt ihr uns auch gerne bei Instagram nochmal verfolgen, da kommt das vielleicht schon etwas eher. Ihr könnt ja mal eure Tipps abgeben, was ihr denkt, was es sein könnte, schreibt es unten in die Kommentare. Das ganze Projekt wird somit jetzt etwas verschoben, das heißt die Fertigstellung wird verschoben. Ich werde das Fahrzeug nicht weggeben zum Lackieren, ich werde es selber machen, ich verspreche es euch. Allerdings auf anderen Wegen, wie es jetzt gerade stattgefunden hat. Manchmal muss man sich einfach eingestehen, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das gerne vorstellt. Ich bin schon sehr, sehr zufrieden, dass wir so weit gekommen sind, wie wir jetzt gekommen sind. Allerdings, die Lackierung muss einfach nochmal ein paar Minuten warten. Zum Abschluss des Videos wollte ich euch trotzdem ganz gerne nochmal zeigen, weil wir jetzt die ganzen Sachen zum Schrott bringen werden, was wir aus dem T4 alles rausgeholt haben. Ich weiß nicht, ob man das schon sehen kann. Auf jeden Fall ist das tatsächlich der ganze Rost, beziehungsweise das ganze Metall, was wir aus dem T4 rausgeholt haben. Es ist schon
gigantisch, was für eine Menge Metall da jetzt zusammengekommen ist. Wenn man sich überlegt, wie man das Fahrzeug vorher gekauft hat, und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es ganz so schlimme Ausmaße nimmt. Aber so sieht es jetzt aus. Das Ganze kommt jetzt zum Schrott. Und das wollte ich euch einfach nur nochmal zeigen, weil die Phase Rost entfernen, schweißen ist ja jetzt beendet. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn man mal scheitert. Ich werde euch beweisen, dass es auf jeden Fall noch zu einem Ende kommt. Dafür abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses Video, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!